Nein, nein. 1-1, mein Lieber. 1-1. Sei höher, bitte. Ja! Eins der erfolgreichsten Formate ist, wenn wir mit Mitarbeitern um Urlaubstage spielen. Und heute ist der Osman hier. Er kümmert sich um das operative Geschäft. Und meine Frage ist als erstes, bevor wir herausfinden, um was es geht, wie viele Urlaubstage setzt du ein? 5. Du machst 5 Urlaubstage? Wenn ich gewinne, weißt du, ne? 5 Urlaubstage mehr? Boah, meinst du, du bist besser als ich? Nein, aber 5 kann man probieren. Warum? 5? Ja. Alter, 5? 5. Alter, was sagt deine Familie dazu? Ja. 5 Urlaubstage ist ein heftiger. Das Problem habe ich später zu Hause. Boah, hoffentlich gewinne ich. Ey, bitte lass mich gewinnen. Bitte lass mich gewinnen. Um was spielen wir? Also, ich werde euch jetzt Uhren vorstellen und ihr müsst quasi so nah wie möglich an den Listenpreis drankommen. Okay, Listenpreis, okay. Was ist die erste Uhr, um die es geht? Also, Rolex Datejust Jubilee Wimbledon Dial. Mit geriffelter Lünette oder glatte Lünette? Du kennst den eigentlich nicht. Ich glaube, um 50 oder 100 Euro, ich kenne den. Hör auf. Ehrlich, verdammt, tut mir leid. Verdammt, Alter, nein, nein. Boah, verdammt, warte, lass mich mal logisch überlegen. Also die Leute wollen von uns immer so 8,5 oder so haben. Oh nein, du weißt das, ne? Ey, nee. Okay, ich auch. 7.750 Euro, was hast du? 8.150. Osman, 8.150 nein, Euro. Du hast Ankauf gemacht. Deswegen, nein. Ey, ich bin so eine Flasche. Okay, weiter geht's. Nächste. Dann haben wir einmal die aktuelle AP Royal Oak mit Green Dial. Sie haben bestimmt auch den Preis erhöht dafür. 100%. Neues Kaliber, die erhöhen die Preise. Also früher hat mal so eine Uhr 22.000 Euro gekostet. Ich rede von der alten Referenz, ne? Ich bin ready. Du auch? Was hast du? 33. 27.500. 27.200. Nee, überleg mal, die haben in der kurzen Zeit so aufgeholt. Eieiei, 1-1, mein Lieber, 1-1. Weiter geht's, nächste Uhr. Das ist schon Nervenkitzel, ne? Oh yes. Dann haben wir einmal die Breitling Super Ocean. Ah, da weißt du es auch besser, das weißt du auch besser. Ich habe doch keine Ahnung, ich habe noch nie eine List dafür bezahlt. Ich habe die noch nie mal gekauft. Ich weiß nur, dass wir dafür Hälfte vom Listenpreis bezahlen. Oh, so muss ich rechnen, warte mal. Wir zahlen die Hälfte vom Listenpreis. Die Uhr kostet, boah. Ich glaube, die ist teuer, oder? Welche ist das? Die Uhr kostet 40 mm, 46 mm. Okay, ich bin ready. Was du? 4,450. 4.500 Euro. Bitte sei höher, bitte. Ja! Ja! Wie hoch ist denn der? 5.000. Boah! Guck mal, ich war 50 Euro. Gott sei Dank. Ich wollte auch aber die Zahl tippen. Boah, ich bin gut unterwegs. Ich bin heiß. Dann kommen wir zu einem Modell Cartier Santos. Ich bin ready, du auch? Was hast du? 8,3. 9,2. 11.100. Wow, geisteskrank! Weißt du, warum ich darauf gekommen bin? Gold ist einfach so teuer. Gold ist so teuer. Okay, heftig. Junge, du musst aufholen. Du musst aufholen, mein Lieber. Also nur noch 5 Urlaubstage, nix. Speedmaster Moonwatch Professional Koaxial Master Chronometer in 42 mm. Plexi oder Saphir? Saphirglas. Das Problem ist, die haben so oft die Listenpreise geändert, ich weiß auch nicht mehr, was kostet. Wir haben einen im Online-Shop, glaube ich, ne? Also würde mich natürlich auch freuen, dass ihr mal im Online-Shop vorbeiguckt. Könnt mal gerne die Uhr abchecken oder auch einfach mal kaufen. Nicht viel überlegen, nicht viele Fragen stellen, einfach mal auf Kaufen drücken. Okay, du? 7,6. 5.000. Was haben wir? Habe ich wieder verloren. 7.400. Alter, wie kommst du darauf? Dann würden wir dir über Liste verkaufen. Ey, guck mal, der hat stark gestartet. Bei der ersten war er unbesiegbar. Jetzt hat er nachgelassen. Patek Philippe Calatrava Travel Boah. Time 2020. Die ist teuer, die ist teuer. Die haben wir auch im Online-Shop. Schaut gerne vorbei. Wir sind weltweit der günstigste. Ihr kriegt 2 Armbänder mit dabei und 2 Schließen. Eines zu einem Weißgold, macht keinen Sinn, aber ihr habt dann eine. Mit Boxpapieren. Und die Uhr ist sogar inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ihr auf die Firma kauft, Vorsteuer ziehen. Vielleicht, wenn ihr das könnt. Ich kenne mein Warenangebot. Okay, lass mal überlegen. Was kann da für ein realistischer Preis sein? Okay, ich hab was. Dass so eine Uhr wenig gekauft wird, Leute, wirklich, das ist so etwas, wo ich sagen würde, schlag doch mal zu. Du hast mich irritiert, du hast gesagt, die ist teuer, jetzt habe ich was eine Zahl. Boah. Was hast du geschrieben? 70. Also ich habe 53. 56.410. Oh. Hab ich denn überhaupt noch eine Chance, meine Urlaubstage zu behalten? Also, bei welcher Uhr sind wir? 1, 2,
drei, vier, fünf, sechs Uhren. Also es sind noch sechs Uhren. Dann haben wir einmal die Chopin Alpine Eagle Green Dial aus dem Jahr 2022. Du kennst den exakten Preis? Ich schreibe jetzt mal was auf. Oh, vielleicht tippe ich auch den genauen Preis. Sehr, sehr gute Uhr übrigens. Wir haben die blaue zurzeit. Diese und die Tiffany-farbende Maritime Edition. Wundert mich, dass noch keiner die gekauft hat. Geistkranke Uhr, wir können an dieser Stelle mal einblenden. Die Maritime Edition hat ein Tiffany-blaues Ziffernblatt. Ich hätte sie eigentlich für mich gekauft, nur die ist noch voll verklebt und es tut mir so weh, die Sticker abzumachen. Aber vielleicht kaufe ich die trotzdem für mich selber. 12.950 Euro, sagt der Marc Gebauer. 12.950 Euro. 15.150. Was? 16.900. Okay, dann kostet die ein bisschen mehr, wegen dem grünen Dial. Aber du hast auf jeden Fall einen Punkt. Könnt ihr bei uns für 11.900 Euro kaufen? Also die grüne jetzt nicht. Die grüne kostet Listenpreis. Aber die blaue ist auf jeden Fall, die kostet 11.900. Heftig, Mann. Heftig. So, dann kommen wir zu einem Klassiker. Rolex GMT Master 2 Batman. Die haben angehoben und so. Ich weiß nicht, ob die über 10, unter 10 kostet. Ich glaube, über 10. Ja, weil ich schreib mal was auf. Aber weißt du den Preis? Nicht genau. Ich kenne den Preis auch noch unter 10, aber wo der jetzt genau liegt, also jetzt wird es schon. 10,5. 10,2. 10,5? 10,5? Ja, mit Oysterband? 10,5 mit Oysterband. Mit Oysterband 10,5. Guck nach, guck bitte nach auf der Website. Hast du nachgeguckt? Du hast nachgeguckt. Dann kostet mit Jubilee kostet 200 Euro mehr. 10,7. Alter, Punktlandung. Gut geschlagen. Egal, gut. Gut geschlagen bis jetzt. Letzte. Noch eine Uhr, Marc. Und noch eine Uhr. Dann gehe ich nach Hause. Dann haben wir die Vacheron Constantin Overseas. Ey, ihr habt heftige Uhren rausgesucht, oder? No chance. Die, bei uns kostet die irgendwie 39 oder was kostet die bei uns? 29, 39? Was kostet so eine Uhr im Listenpreis? 33.500. 45. 38.600. Wer ist jetzt näher dran? Was hast du? 45. 33,5. 33,5 bin ich näher dran? Ja, bist näher dran. Herr Osman Celik, an dieser Stelle bedanke ich mich sehr für den Einsatz bei der Marc Gebauer Lifestyle GmbH. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie freiwillig nächstes Jahr einfach die Urlaubstage unentgeltlich der Firma überschreiben. Das natürlich, ja, stimmt mich positiv. Und dieser Einsatz an dieser Stelle wird natürlich auch von mir mit einem Dankeschön gewürdigt. Also ich sag, warum hast du fünf gesagt? Heftiges Video, ey, ich sag's euch, für mich war das einer der Highlights in diesem Jahr. Also ich habe selten so gezittert, vor allem weil der Einsatz so hoch war. Ihr wisst nicht, Urlaubstage bei mir. Ich möchte, dass die Leute immer hier sind. Ich freue mich umso mehr, dann werden wir mehr Zeit miteinander verbringen. Ja. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auf der Website vorbei, wenn ihr Uhren haben wollt, zu den besten Preisen, die ihr am Markt bekommen könnt. Unter dem Marktpreis, ich werde wahnsinnig. Und natürlich Parfums haben wir auch jede Menge. Also, bis bald. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.